Die neue Allianz für Aus- und Weiterbildung wurde in Berlin besiegelt. Gemeinsam wollen politische Vertreter des Bundes und der Länder, Gewerkschaften und Wirtschaftsvertreter die duale Ausbildung stärken. Die Allianzvereinbarung sieht außerdem vor, für die Gleichwertigkeit der betrieblichen und akademischen Ausbildung zu werben. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel lobte den Erfolg des dualen Ausbildungssystems. Weil alle Welt staunt darüber, welche Erfahrungen Deutschland in diesem speziellen in dieser speziellen Form der Berufsausbildung gemacht hat. Deswegen haben sich alle, die hier vorne sitzen und alle, die unterzeichnen, sich auf den Weg gemacht und wollen etwas dafür tun, dass wieder Klarheit darüber existiert, dass der akademische Bildungsweg und der über die berufliche Bildung nicht nur gleichwertig ist, sondern oftmals sogar der Weg über die Berufsausbildung bessere Lebensperspektiven und bessere Karrierechancen für sich bietet, als mancher akademischer Werdegang. Und wir legen hier in dieser Allianz Ideen fest, wie wir vor allen Dingen das Fachkräftepotenzial im eigenen Land heben können. Und dafür gibt es unterschiedliche Verpflichtungen. Die Wirtschaft unterstützt die Allianz mit diversen konkreten Maßnahmen. DGB-Vorsitzender Rainer Hoffmann erkannte an, dass sich die Wirtschaft das Ziel gesetzt hat, im kommenden Jahr 20.000 zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze zu schaffen. Und mehr noch, Frau Löhrmann hat darauf hingewiesen, jeder vermittlungsbereite junge Mensch, der bis zum 30. September eines Jahres noch keinen Ausbildungsplatz bekommen hat, soll 3 Angebote bekommen, um eine betriebliche Ausbildung zu absolvieren. Das halte ich für richtig und durchaus anspruchsvoll. Jedem ausbildungsinteressierten Menschen soll so ein Pfad aufgezeigt werden, der ihn frühestmöglich zu einem Berufsabschluss führt. Denn die Wirtschaft braucht die jungen Menschen als zukünftige Arbeitnehmer. Wir haben allein in diesem Jahr 6% weniger Schulabgänger und wir werden bis zum Jahre 2025 über 100.000 Schulabgänger weniger haben. Das zweite Thema ist, wir haben immer mehr den Wunsch zum Studium. Über die Hälfte fängt jetzt inzwischen ein Studium an, der Schulabgänger. Demografie und wachsende Studierendenzahlen setzen den Ausbildungsmarkt weiter unter Druck. Silvia Löhrmann, Präsidentin der Kultusministerkonferenz, betonte, dass der Übergang von der Schule zum Beruf verbessert werden solle. Und unser Ziel ist es, die Attraktivität der beruflichen Bildung zu steigern, die Qualität in der Ausbildung sicherzustellen und weiterzuentwickeln und diese sensible Frage, den Übergang Schule-Beruf, weiter zu verbessern. Herr Gabriel hat darauf hingewiesen, viele junge Menschen wissen das nicht und deswegen brauchen sie Angebote, deswegen müssen wir das systematisieren. Es darf nicht dem Zufall überlassen bleiben, ob da besonders engagierte Lehrerinnen und Lehrer unterwegs sind, sondern das muss Standard werden, ganz nach dem Motto, kein Abschluss ohne Anschluss. Lebenschancen sollen eröffnet und die Qualifikationspotenziale weiter ausgeschöpft werden. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel unterstrich die Wichtigkeit von gezielten Angeboten für Jugendliche. Dass wir denen Angebote schaffen, um den Weg in die Berufsausbildung zu finden, weil sie die Voraussetzung dafür sind, in Deutschland sich aus seinem Leben etwas machen zu können. Dafür ist Ausbildung die Grundvoraussetzung.